Sack rasieren? Ja oder nein? In dem heutigen Video gibt es keine 5, Bernd, sondern 6 richtig wichtige Gründe, warum auch du dir da unten eine richtig miese Frise verpassen solltest. Grund Nummer 1, die Schamhaare haben ihre Aufgabe weitestgehend verloren. Damals, ja, war es halt so, dass die Schamhaare zum einen natürlich die Geschlechtsreife widergespiegelt haben. Und zum anderen haben die Schamhaare halt durch die umliegenden Drüsen auch Duftstoffe versprüht. Damit hat man halt die Paarungsbereitschaft signalisiert. Und zudem haben die Schamhaare natürlich auch den Intimbereich geschützt. Aber durch unsere verbesserte Körperhygiene heutzutage und durch das Tragen von Kleidung haben die Schamhaare halt ihre Aufgabe von damals, ja, vor hunderten von Jahren, einfach weitestgehend verloren. Also, warum dann da unten noch Haar tragen? Grund Nummer 2, es ist wesentlich hygienischer, wenn du deine Nüsse da unten einfach stutzt. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, bist unter Strom. Deine Haut produziert diverse Öle und Gerüche. Und vielleicht gehst du nach der Arbeit auch zum Sport. Ja, dann schwitzt du auch noch richtig. Und dieses Gemisch aus Öl, Schweiß und dann hast du noch einen riesigen Busch da. Glaubst du, das wirkt deiner Hygiene entgegen? Ganz sicher nicht. Und jetzt kommt wohl der wichtigste Grund für alle Männer da draußen. Wenn du deinen Vorgarten da unten stutzt bzw. rasierst, dann wirkt dein Kollege da unten einfach wesentlich größer. Und jetzt aufgepasst, er wird nicht größer, sondern er wirkt nur größer. Ist ja komplett logisch, Leute. Ist ganz normaler Menschenverstand. Auch wenn du jetzt mit der größten Waffe des Planeten da unten ausgestattet sein solltest, ja, hast du natürlich trotzdem die Möglichkeit, wenn du da den Vorgarten stutzt, die einfach immer noch ein Stückchen größer aussehen zu lassen. Denn ist ja klar, wenn da so ein riesen Busch ist, ja, und da wird ja ein großer Teil deines Kollegen da unten einfach verdeckt. Und wenn du den wegstutzt, ja, dann sieht man viel mehr von deinem Kollegen. Und dann wirkt er natürlich auch wesentlich größer. Also, du weißt Bescheid. Je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Grund Nummer 4. Die Frauen der Schöpfung finden es wesentlich attraktiver, wenn wir Männer da unten alles unter Kontrolle haben. Und das sage nicht ich, sondern das haben Umfragen bewiesen, in denen Frauen gefragt worden sind, was sie denn bei den Männern da unten am liebsten sehen. Also sie wollen keinen riesen Busch sehen, sondern sie finden es wesentlich besser, wenn da unten einfach alles unter Kontrolle ist. Und jetzt machen wir an dieser Stelle mal ein kleines Gedankenexperiment. Jetzt stell dir mal vor, dass du eine Frau wärst. Ja, wir sind im Konjunktiv, also wärst. Und du müsstest dich erstmal durch den Urwald kämpfen, bis du das Geschenk da unten zu Gesicht bekommst. Hättest du da Bock drauf? Ganz sicher nicht. Grund Nummer 5. Es ist einfach wesentlich angenehmer, wenn du deine Hecke da unten einfach gestutzt hast. Und Leute, ich glaube, das ist logisch, ja. Wenn du zum Beispiel enge Hosen trägst, ja, gerade zum Beispiel so eine Anzugshose, da ist es einfach nicht angenehm, wenn da unten so ein Riesenbusch ist. Und gerade auch zum Beispiel Sportler, wenn du zum Beispiel enge Fitnesskleidung trägst oder auch gerade Läufer, die zum Beispiel sehr enge Laufkleidung tragen oder wenn du zum Beispiel Rennrad fährst und sehr enge Sportkleidung anhast, dann ist es einfach nicht so angenehm, wenn da unten so ein riesiger Urwald ist, ja. Klar. Last but not least, Leute, Grund Nummer 6. Du fühlst dich einfach wesentlich besser, wenn da unten alles picobello ist. Wie fühlst du dich zum Beispiel, wenn du gerade frisch vom Friseur kommst? Gut, oder? Und genau so fühlst du dich auch, wenn du da unten gerade eine frische Frise hast. Und mit dem Hintergrundwissen, dass es A, hygienischer ist, B, deine Pumpkin da unten wesentlich größer aussieht und C, die Frauen der Schöpfung es auch noch attraktiver finden, ja dann, mein Lieber, dann kann ich dir sagen, dann fühlst du dich erst recht richtig, richtig gut. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Keiner kann euch besser gegrüßt werden als Jan Beutel. Jan, vielen Dank für deinen Support auf YouTube. Weitere Videos zum Thema Rasieren findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nüsselstutzen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace.